Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir eine Verheißung aus 1. Korinther 10, Vers 13. Und da lesen wir: Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Erste Verheißung. Gott ist treu. Daran kann man nichts rütteln. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Ich finde, dass dieser Vers, das ist so eine gewaltige Verheißung. Eigentlich sind einige Verheißungen in diesem Vers. Erstmal, Gott ist treu. Dann, er wird uns nicht über unser Vermögen versuchen. Und er wird uns auch einen Ausweg finden. Also, wenn du versucht wirst, und ich weiß, wenn du ein Kind Gottes bist, du wirst versucht. Wenn du nicht versucht wirst, dann solltest du dich prüfen. Wo stehe ich? Denn Satan wird dich versuchen. Er wird mich versuchen, er wird uns allen als Kinder Gottes, als Christen wird er uns versuchen. Aber hier ist der Schlüssel, dass er wird uns niemals mehr versuchen dürfen, als was Gott ihm erlaubt. Niemals. Und dann, Gott sagt, ihr werdet stark genug sein, diese Versuchung zu widerstehen. Und ich werde euch einen Ausweg geben. Wow. Möchtest du das nicht erkennen und wissen, nächstes Mal, wenn die Versuchung kommt, dass du sofort das im Kopf hast, in deinem Sinn, in deinem Herzen, ich werde diese Versuchung mit Gott überstehen. Ich habe genug Kraft durch Jesus Christus und ich werde siegen. Spreche es aus und du wirst sehen, wie diese Versuchung, sie wird verschwinden. Ich wünsche, dass du das begreifst und wünsche dir Kraft und ich wünsche dir Sieg. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.